Herzlich willkommen zu GamesTV 24 Daily am Donnerstag. Heute haben wir im Gepäck Star Citizen. Derek Smart hat sich gemeldet. No Man's Sky mal wieder. Aber warum nicht? Ja, warum auch nicht? Da gab es einiges zu besichten. Wasteland 2 wurde angekündigt. Cyberpunk 2077 gibt es neue Sachen. Und wir erzählen euch, was heute alles für Videos bei uns kommen. Wir starten direkt bei Star Citizen. Ja, immer wenn es irgendwie um Star Citizen geht, wenn da irgendwie eine Debatte ist, dann darf ein Name nicht fehlen. Das ist Derek Smart. Das ist ja dieser Entwickler von Battlecruiser 3000 AD. Und der zählt ja bekanntermaßen zu den schärfsten Kritikern von Chris Roberts ambitionierter Weltraumsimulation. Ja, einige behaupten sogar, dass das so in pathologischen Bereichen schon abdriftet. Ja, also da gibt es halt einen richtigen Kleinkrieg, gab es da, also hauptsächlich ging das aber von Derek Smart aus, das muss man auch mal dazu sagen. Könnt ihr alles nachlesen, wenn ihr wollt. PCGames.de hatte da einen ellenlangen Artikel drüber, wo das Ganze so ein bisschen ausklamüsert wird. Jedenfalls gibt es jetzt vom schwedischen Level Magazine eine Doku quasi, eine Dokumentation dieser ganzen Geschichte. Und die Übersetzung, die hat Kotaku angefertigt. Und ja, da. Das Ganze beginnt. Sagt Smart so, ein bisschen was dazu, ja. Das Ganze beginnt so, wie man ihn kennt. Smart pöbelt erstmal drauf los. Also, er sagte, das komplette Spiel, ich meine es ernst, der Spielumfang ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Ja, also, das hat man ja schon öfter von ihm gehört. Ja, ne, sowas. Aber jetzt ist er auch ein bisschen jenseits von Beschimpfungen unterwegs gewesen, hat auch erzählt, warum genau. Er findet, dass er das halt jetzt genauer, nicht funktioniert. Wo das Problem an dem ganzen Ding liegt. Die Welt in Star Citizen würde eine Architektur zugrunde liegen, die im Prinzip auf Instanzen basiert, also Instanzierung, was in World of Warcraft auch an der Tagesordnung ist, wenn man da in einen Dungeon reingeht und so weiter. Diese Instanzen sind naturgemäß Regeln unterworfen, dass man da nicht unendlich viele Objekte und nicht unendlich viele Spieler reintun kann. Logisch. Und die Welt in Star Citizen, die ist halt, hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass sie schon mit 16 Spielern Probleme hat in solchen Instanzen. Ja, das zumindest sagt Derek Smart. Und er fragt dann halt, wenn man schon mit 16 Leuten Probleme hat, dann, wie soll das denn erstmal sein? Und dabei quasi nur ein Hundertstel der Welt kreiert hat, die man eigentlich kreieren will. Wie soll das denn überhaupt sein, wenn dann eine Welt von 100 Sternensystemen plötzlich da ist mit tausenden, abertausenden Spielern? Ist es dann tatsächlich so, dass dann da halt auch nur irgendwie 15 Leute in einer Instanz rumlaufen oder nicht? So Phasing, wie man das in Star Wars The Old Republic zum Beispiel gemacht hat. Ja, oder auch in WoW gab es das ja dann auch in späteren Add-ons genau, dass man da halt dann quasi in einer Spiel werden in einem Ort aber der Spiel werden mehrere dann, Versionen davon erstellt. Wäre dann schon ein bisschen mau, wenn da tatsächlich nur 16 Leute sind werden, aber die Leute von Cloud Imperium Games, die arbeiten ja offensichtlich daran, weil in Frankfurt wurde ja ein neues Studio gegründet, das sich explizit um den Netzcode und die Cry-Engine kümmert. Und die schreiben ja die komplette Cry-Engine auf diese Multiplayer-Aspekte um, weil die Cry-Engine ist nun mal für maximal 16 Spieler ausgelegt. Aber das wollen sie eben mit dieser Code-Umschreiber-Aktion, für das extra ein Studio gegründet wurde, also umgehen. Und wir haben auch die Woche, glaube ich, war es, wo wir berichtet haben, dass Star Citizen, also Chris Roberts und Cloud Imperium Games, einige Umstrukturierungen im Unternehmen vornehmen. Und ich glaube, diese ganzen Aussagen, die Derek Smart da wieder von sich gegeben haben, die basieren alles nur auf den alten Zuständen der Cloud Imperium Games. Was passiert eigentlich, wenn Chris Roberts Star Citizen halt so hinkriegt, wie er sich das vorgestellt hat? Explodiert der Derek Smart dann einfach? Löst er sich dann in so eine Wolke auf, in so eine Wutwolke? Keine Ahnung, werden wir dann so natürlich ein kleines Doppelstilzchen, das dann genau. Ja, Star Citizen ein Sorgenkind, das sich noch entwickeln könnte in eine super Sache. Ja, bei No Man's Sky ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Genau, ich wollte es gerade sagen, hoffentlich wird es nicht so wie bei No Man's Sky werden, dass Chris Roberts dann alle möglichen Versprechungen macht, die er nicht halten kann. Gegen No Man's Sky wird jetzt sogar geklagt wegen irreführender Werbung. In Großbritannien ist ja Hello Games ansässig und da klagt die Advertising Standards Authority, also es ist ein Verband aus Werbetreibenden, die untereinander quasi aufpassen, dass da keine irreführende Werbung einfach kommt. Und zwar gegen die Steam-Produktseite von No Man's Sky, da sind noch Bilder zu finden und auch Videos, in denen das Spiel anders dargestellt wird, als es letztendlich ist. Muss man sagen, bei Steam
auf der Produktseite sind auch sehr viele CGI-Trailer von anderen Spielen. Also so ist das jetzt ja auch... Ja. Also das Ganze klingt jetzt natürlich nach, jetzt kommt da die große Untersuchung oder was weiß ich. Na, ganz so ist es nicht. Man muss das schon richtig einordnen. Also diese Advertising Standards Authority, das ist ja eine Selbstregulierungsbehörde. Das ist jetzt nicht irgendwie das Finanzamt, das bei Hello Games vorstellig wird und danach Betrug untersucht oder solchen Geschichten, sondern das ist halt eine Behörde, die geschaffen wurde von der Industrie. Ja. Bei dieser Behörde haben sich ganz viele Kunden beschwert. Oder was weiß ich, vielleicht auch nur 10 mit aber wahrscheinlich gingen da schon mehr Zuschriften ein. Wir wissen ja, dieser ganze Ärger es am No Man's Sky. Es ist ja zur Zeit sehr, es ist schick, No Man's Sky zu hassen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja. Und da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu weit zu gehen, das muss man ja auch mal dazu sagen. Aber ja, trotzdem lässt sich ja nicht abstreiten, dass da durchaus einiges falsch gelaufen ist. Das hat ja selbst Sony schon zugegeben, der Publisher von No Man's Sky. Selbst die haben gesagt, dass sie das alles ein bisschen komisch fanden, so den schwarzen Peter schön da Richtung Hello Games abgegeben. Und selbst wenn die ASA, also die ASA, zu einem Schluss kommt, dass das alles irreführende Werbung ist. Das Schlimmste, was Hello Games passieren kann, ist, dass sie eben den Trailer und das Bildmaterial von Steam runternehmen. Genau, müssen. Dann gibt es so eine kleine Abmahnung, so du, das dürft ihr nicht mehr machen und so weiter. Die Frage ist aber, ob das wirklich passiert. Rechtliche Konsequenzen drohen da nicht von dieser Behörde. Ich finde, lass es mal langsam gut sein. Also diese No Man's Sky-Geschichte ist abgeschlossen. Hello Games versucht ja da jetzt irgendwie nachzupatchen. Es ist ja jetzt auch ein Content-Patch, ist irgendwie in Aussicht gestellt. Vielleicht wird das Ganze ja noch ein gutes Ende nehmen. Trotzdem ist natürlich der Ruf von Hello Games und insbesondere der Ruf von Sean Murray so ein bisschen ruiniert. Das muss man ja wirklich sagen. Also ich weiß nicht, ob das nicht schon vielleicht sogar Strafe genug ist für diese Undeutlichkeiten da im Vorfeld. Ne? Also von daher... Und das Spiel ist ja nach wie vor, ich persönlich finde es ja nicht schlecht. Ja eben, es ist ja ein Spiel, das durchaus eine Daseinsberechtigung hat, weil es Spaß macht und vielen Leuten auch Spaß macht. Es wurde halt einfach bloß falsch beworben. Ja, so sieht's mal aus. Also, das zu No Man's Sky. Jetzt zu einem anderen Titel, der viele Freunde von so, ja, also es ist von ist ein wirkliches nischiges Hardcore-Thema, muss man halt wirklich auch dazu sagen, freuen würde. Denn Publisher und Entwickler In Exile Entertainment, die kennt man ja durch Torment, Tides of Numenera und vor allen Dingen auch die Wasteland-Serie, die haben jetzt mit Wasteland 3 einen neuen Teil des postapokalyptischen Rollenspiels angekündigt. Genau, die Finanzierung wird über FIG laufen, FIG, die Crowdfunding-Plattform ich weiß jetzt gerade nicht den Namen, aber auch von einem dieser alten Entwicklerlegenden gegründet, wo man auch Investments zurückbekommt, wenn das Spiel Erfolg hat. Und das nicht nur so wie bei Kickstarter ist, dass man dann Geld spendet und dann kriegt man ein Goodie oder sowas, sondern das ist halt wirklich eine Investment-Plattform, die speziell für Spiele ist. Da wird das Ganze dann gebackt. Insgesamt 2,75 Millionen US-Dollar möchte das Team zur Unterstützung der Entwicklung erhalten. Ja, oder mehr. Wird natürlich auch gerne gesehen, ne? Ganz klar. Aber das ist so das Mindestmaß. Und was da besonders dran ist, also Leute von euch, die Wasteland schon kennen, diesmal könnt ihr sogar im Koop-Modus die neue Kampagne da erleben. Und das ist ja wirklich neu. Man war ja immer mit einer Gruppe unterwegs, die man dann halt... Genau, also der Koop-Modus wird dann nicht so sein, dass jeder dann einen Charakter spielt, sondern dass jeder eine eigene Gruppe. Genau. Ja, also klingt interessant, nur muss man das auch mögen. Also man muss Wasteland auch mögen. Ich persönlich bin dran gescheitert, gebe ich offen zu. Also für mich war das irgendwie nix. Es ist sehr hardcore, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also, ich kenne aber auch Leute, die sich da total verlieren können. Also, es ist halt ein sehr nischiges Spiel, das total viele Fans hat. Aber wenn man das nicht mag oder wenn man da eher casual unterwegs ist in diesen Bereichen, dann ist das natürlich nichts. Könnt ihr euch ja mal anschauen, zu Wasteland 2 haben wir auch Videos auf der Seite, dann könnt ihr mal sehen, wie das Ganze so ist. Worauf ich ja mehr warte, was Rollenspiele angeht, ist natürlich das nächste Produkt, das von CD Projekt kommt und kein Kartenspiel ist, nämlich Cyberpunk 2077. Und da gibt es jetzt wieder neue Hinweise, was denn da so an möglichen neuen Technologien im Spiel stecken könnte. Genau, es gibt nämlich einige Rückschlüsse. Es gibt nämlich einen Entwicklerwettbewerb des polnischen National Center for Research and Development. Und da nimmt CD Projekt Red teil und die Entwicklung
sie haben insgesamt 4 verschiedene Technologien da eingereicht quasi, die da an diesem Wettbewerb teilnehmen. Unter anderem City Creation. Ja. Also bei dem Begriff handelt es sich um eine komplexe Technologie zum Erstellen einer großen und lebendigen Stadt, die in Echtzeit spielbar ist. Ja. Das lässt natürlich Rückschlüsse auf Cyberpunk schließen, weil in Gwent braucht man keine große lebendige Stadt. Nee, nicht wirklich. Oder sie haben natürlich ein geheimes Projekt in Arbeit oder arbeiten am nächsten Witcher. Das kann natürlich auch sein. Allerdings, würde das ja passen. Und um so eine Welt halt lebendig zu gestalten, brauchst du halt eine entsprechend kluge künstliche Intelligenz und vieles, was automatisch geht. Und das könnte halt eine dieser Technologien sein, die damit zusammenhängen. Dann gibt es noch Seamless Multiplayer. Das handelt, wie der Name schon sagt, das ist so ein nahtloser Übergang von Singleplayer in Multiplayer. Mhm. Also wenn du halt irgendwie durch die Gegend läufst und so, und dann kannst du erstmal alleine irgendwas spielen und dann vielleicht hier möchte ich jetzt aber mit Leuten zusammenspielen und dann merkt man gar nicht diesen Übergang. Oder wie bei Dark Souls oder bei Watch Dogs, ist, dass man zum Beispiel invaded werden kann, dass man eigentlich Singleplayer die ganze Zeit spielt und dann hast du auf einmal, du bist gerade invaded worden und da ist jetzt ein zweiter Spieler, der versucht dir auf den Kopf zu hauen. Genau, und das kann man dann wahrscheinlich auch abstellen, wenn man da auch keinen Bock drauf hat. Also man könnte es auch im Singleplayer machen. Naja, es könnte auch ein komplett anderer Multiplayer-Modus sein. Das Einzige, was wir bis jetzt wissen, ist halt, dass es Seamless Multiplayer heißt. Ja. Das ist das Einzige. Und wie das genau aussieht, das werden wir dann wahrscheinlich auch in Cyberpunk 2077 sehen. Genau. Die beiden anderen Technologien, die da noch genannt werden, das klingt eher so nach sehr technischen Geschichten. Animation Excellence, also wahrscheinlich irgendwas mit der Grafik. Und Cinematic Feel auch. Wahrscheinlich auch nach Grafik. Irgendwie natürlich irgendwelche, Perspektiven, die sich dann ändern. Cinematic Feel. So ein Kino-Feeling halt. Ubisoft doch schon erfunden, die 24 Frames oder sowas. Genau. Ja, stimmt. Also von daher könnt ihr euch das mal anschauen. Cyberpunk 2077, wir freuen uns drauf, wird bestimmt eine große Sache und selbst wenn es eine schlechte Sache wird, dann wird das ein spektakuläres Scheitern, glaube ich. Ja. Also von daher, wir freuen uns drauf, das Ganze anzuschauen. Wir haben auch ein paar Videos natürlich wieder für euch vorbereitet, Thema No Man's Sky. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich No Man's Sky gespielt habe? Mir gefällt das nicht. Ich mag aber das Spiel irgendwie grundsätzlich, also die Idee dahinter, will das mal 50 machen, da gibt es den zweiten Teil unserer Alternativen zu No Man's Sky, hat der Peter sich ein paar Spiele für euch ausgesucht. Dann Dishonored 2, auch ein großes Thema derzeit. Auch da gibt es zum Beispiel einen Rückblick auf den Teil davor, auch eine neue Vorschau, die wir für euch in Arbeit haben. Apropos Vorschau. Ja, der nächste Monat steht an, der Oktober, und da sind einige Spiele angekündigt. Jetzt geht es langsam rund. Genau, der große Spieleherbst beginnt auch in diesem Jahr mal wieder im Oktober und da werdet ihr die Tage, die Monatsvorschauen für den Oktober finden. Die werden relativ lang sein, also müsst ihr ordentlich Sitzfleisch mitbringen, um die durchzustehen. Ja. Aber es lohnt sich, es sind viele AAA-Titel dabei. Dann noch was zu Tomb Raider, zu der 20-Jahre-Edition. Avon Colony, wer das nicht kennt, der sollte sich das mal anschauen. Das hat der Stefan nämlich eingespielt. Eine Heft-Promo für die nächste PC Games, alles Mögliche. Alles Mögliche, volles Programm. Ja. Bei uns wird es nie langweilig. Bei uns wird es tatsächlich nie langweilig. Und morgen wird es bestimmt auch nicht langweilig. Deswegen schaltet wieder ein bei den News. Ciao.